Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, danke EBP und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Runde Empyreon. Und ja, ich bin hier gerade aus meinem Ketzer ausgestiegen, der hier steht und hab denn das da gesehen. Ich hab die Salvation umgeparkt und meine Fresse, die wiegt hier noch viel beeindruckender, wenn sie direkt neben der Basis steht, als wenn sie da irgendwo auf weiter Flur steht. Und Alter, sieht das beeindruckend aus, jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde das ganz schön krass. Meine Fresse. Was für ein Ungetüm. Aber gut. Ja, nachdem wir letztes Mal so einen kleinen Fehlschlag hatten, wollte ich mal gucken, wo ich heute mit euch hinfliegen kann. Wo wir vielleicht ein bisschen mehr Erfolg haben. Und da hatte ich... Hier war noch ein Listening Point. Hier, Ruins. Da wollte ich nochmal mit euch hin. Und mal einmal kicken, was da abgeht. Denn sowas hatte ich tatsächlich bisher auch noch nicht gesehen. Und dann düsen wir doch einfach mal direkt rüber. Ich war diesmal sogar so clever und habe einen Raketenwerfer eingepackt. Und stelle fest, mein Schiffchen braucht immer noch mehr Dings hier. Mehr Generatoren, also einen auf jeden Fall noch. Ne, wenn die Schilde laden müssen, ist das Ding echt an der Kotzgrenze. Meine Fresse. Nicht mehr bei 120%, sondern bei 102, aber ich finde das durchaus immer noch viel. Von daher, ja, müssen wir mal schauen. Ich habe sogar Waffen mittlerweile wieder nachgerüstet. Ne, also ich habe wieder 4 Gatlings an dem guten Stück und habe das auch sonst ein bisschen auf Vordermann gebracht. Ich habe neue Triebwerke für den Rückwärtsschub eingebaut, die ein bisschen Gewicht sparen sollten. Ne, hab die etwas größeren genommen. Das sollte wenig zumindest helfen. Und ja, mal kicken. Ob es was bringt, aber ich denke schon. Ne, und jetzt ist es natürlich wieder mal Nacht. Ich fliege ja immer nachts los, wo man da immer so super gut sieht in diesem Spiel. Aber wir gehen eh nach unten, da ist das ja relativ wurscht. Glaube ich zumindest. Also Ruinen sind für mich irgendwie... Nichts Überirdisches großartig. Aber wir schauen. Wir landen mal ein bisschen von ab. Hier vorne. Das ist eine schöne Landmark, um da wieder hinzufinden. Und dann kicken wir da mal. 160 Meter sind nicht die Welt. Und Gewürze. Ich mag Gewürze. Da kann ich lecker haltbares Essen draus machen, sodass ich mir da keinen Schädel machen muss. Also ich habe tatsächlich noch nicht den Sinn erkannt, warum ich hier kulinarische Supersachen kochen sollte. Ist mir tatsächlich, ja, erschließt sich mir nicht. Also es gibt keine langfristigen Buffs und nix. Aber wir haben schon mal die Ruine jetzt hier erreicht. Und wollen doch mal gucken. Na gut, ich kann ein bisschen was klauen. Ja, ich kann mich cool hinsetzen. Aber sonst gibt es hier erstmal nicht viel zu entdecken. Mal gucken, ob wir was. Was ist das denn? Okay. Wir gucken mal, ob wir das Ding in Betrieb nehmen können. Ob sich da irgendwas ergibt. Zack. Kernfraktion. Okay. Steinstelle, ich kann die Statue auf jeden Fall schon mal abbauen. Und das Mobiliar. Aber ansonsten habe ich da glaube ich erstmal nicht viel von. So, würde ich doch glatt einmal buddeln. In der Hoffnung, ich finde hier drunter was. Weil wenn das alles ist, ist das ganz schön lame. Aber so wie es aussieht, ist das einfach nur ganz schön lame. Absoluter Bullshit. Das hätte ich mir cool klemmen können. Da ist der Kern mehr wert als das, was ich jetzt hier gerade mitgenommen habe. Naja. Halt. Demontieren. Finde ich ein bisschen schade, dass ich den Kern nicht im Ganzen wieder holen kann. Aber gut.
Das ist dann halt so. Rocket Launcher. Ich bin gespannt. Hab 60 Schuss erstmal mit. Also, 50, 56, um genau zu sein. Und hoffe, dass ich sie nicht brauchen werde, ehrlicherweise. Aber man wird sehen. Ist die Facecam schon wieder tot? Nee. Zeigt, wie ich mir am Mund kratze. Yeah. So. Das war ja schon mal für den Arsch. Wir könnten nochmal so einen Listening-Post auseinandernehmen. Ich würde sagen, wir gucken uns hier mal die Drone Base an. Bin mir gerade nicht sicher, ob die, ob es die ist, die ich schon zerlegt habe. Oh, wir fliegen einfach mal rüber. Dann gönnen wir uns die mittlerweile mit vernünftiger Bewaffnung. Raketen sind geladen, habe ich tatsächlich auch nicht mehr so viele. Müsste ich vielleicht mal wieder nachproduzieren. Aber ich denke, für so eine pimmelige Drone Base wird es schon noch reichen. Ich verpeile immer wieder das blöde Zelt mitzunehmen. Ist noch der Titan, den habe ich gar nicht komplett auseinandergenommen, sehe ich gerade. Oh, er ist bewaffnet. Zack, Nummer 1. Und tschüss. Der Titan war wahrscheinlich tatsächlich mal ein ziemlich großes Schiff. Aber da war ich ja, wie gesagt, schon drin. Auch wenn ich den nicht so zerlegt habe wie die anderen Teile. Aber da ist erstmal nichts mehr zu holen. Den habe ich auf jeden Fall schon mal leer gelootet. Oh, Tower. War ich da schon? Okay, den scheinen die Menschen hier noch gebaut zu haben. Sieht auf jeden Fall eher terranisch aus. Wir gucken mal rein, ob es da was zu holen gibt. Zumindest hat es nicht diesen Alien-Stil. Aber ich glaube, hier ist auch nur Firlefanz. Hier könnte ich ein bisschen Glas abzocken, aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Ja. Okay, irgendwas schießt auf mein. Nein, 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 ihr nehmt mir jetzt nicht schon wieder auseinander. Wo kommt denn die blöde Drohne jetzt schon wieder her? Wo ist sie? Da ist sie. Scheißding, ey. Verdammtes Scheißding. Mann, ey. So. Irgendwas kaputt. Hier ist alles heil. Na gut, mit Gatlings kommen sie zum Glück nicht so weit. Zumindest nicht gegen das Schiff. Aber trotzdem ärgerlich. Und meine Katze dreht frei. Wup, wup. Da kommt die andere Katze. Die haben sich zurzeit ein wenig verschworen gegen den Hund. Ich habe jetzt einen Hund. Super cool. Und der ist irre flauschig. Na, steht da noch was? Oh ja, da steht noch was. Da steht definitiv noch was. Die Frage ist, ist es bewaffnet? Auf jeden Fall nicht so bewaffnet, dass ich hier jetzt erstmal Angst haben müsste. Okay. Wir trauen uns mal ran. Keine schweren Waffen. Aber irgendwas, das mich nicht mag. Ach Moment, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Waren wir doch schon. Rappel. So eine haben wir auf jeden Fall schon mal hochgenommen. Machen wir es halt nochmal, ne? Loot ist Loot. Loot ist Loot ist Loot ist Loot. Hier, Wasser, okay. Ach ja, ich hasse diese Alien-Sounds in diesem Spiel. Ja, genau die.
Meine Fresse. Sind die eklig. Zack. Dann haben wir den Scheiß gleich mal wieder ab. Ketzer. Genau. Machen wir erstmal die hier. Und dann gehen wir jetzt einen Scheiß weg. Ich habe den Laderaum ein klein wenig erweitert. Ich dachte mir, das wäre vielleicht eine gute Idee. Oh, das klingt, als wäre es direkt hinter mir. Das ist nicht schön. Also, brauche ich den ganzen Scheiß? Das brauche ich erstmal nicht. Das ist kein Kühlschrank. Der auch so ziemlich leer gebombt ist. Das kann eigentlich alles in den Kühlschrank. Das Wichtigste habe ich mit und mit allem anderen komme ich noch irgendwie wieder rein. So. Bauen wir mal rein in die Hütte. Da war auch nur ein bisschen Promethium drin. Die halten aber auch aus, die Viecher, ey. Meine Fresse. Wow. So. Scheiß Alien-Skorpion. Ficker! Die halten mir für meinen Geschmack ja tatsächlich viel zu viel aus, ne? Klar, soll irgendwie eine Herausforderung sein, aber es sind pämmlige Skorpione. So. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier beim letzten Mal gefunden haben. Ein bisschen was war es auf jeden Fall. So, das Geschütz sack ich nachher ein. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass es ganz schön ist hin und her war hier. Notfallration, ein bisschen Scharfschützen. Bausätze. Bisher nichts Dickes. Wow! Alter! Hab ich mich gerade verjagt. Scheißviecher. Mann, ey. Ja, ist noch ein bisschen buggy. Das müssen sie echt mal ändern. Die sind aber auch abartig, die Teile. Kann ich den nicht looten? Doch. Das bringt nicht viel. Hier mal nichts Dickes dabei. Können wir noch klemmen. So. Ein bisschen um. Ich habe nämlich echt keinen Bock. Oh. Ein paar Rohstoffe. Hier wieder ständig in irgendwelche Hinterhalte zu geraten. So, von da müssten wir kommen. Das ist der blöde Fahrstuhl. Dann war doch hier irgendwo eine kleine Ecke. Was? Assi! Zumindest bin ich dieses Mal besser vertippt. Ausgerüstet. Bug, 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 bug. Ein Bugfest. Komme ich noch an Ketzer ran? Ja. Perfekt. Das ist ja der Shut. Das kommt wieder raus. Bevor ich hier wieder rapsteige. Da die Mumpel rein. Und da der Scheiß rein. So. Gucken wir doch mal. Oh, ich hasse diese Geräusche. Ich hasse sie wie die Pest. So. Gut, hier ist erstmal nichts. Ist beruhigend, wie ich finde. Waffenbausatz für den Arsch. Energie freue ich mich tatsächlich in jeder Form drüber. Restroom auch Lasergewehr. Ja, aber Früchte sind mir scheißegal. Biotische Salbe. Oh, ein verbesserter Konstruktor. Wie geil. Bora T2. Über den Konstruktor freue ich mich tatsächlich. Ich kann ihn in den zweiten bauen. Achso. Funktioniert nicht.
So, gehen wir dann nochmal rüber. Ups. Kann alles schön gekühlt werden. Und der Rest geht hier hin. Da habe ich mich nur nicht wieder zu Klump schießen lassen, das Teil. Es war so ärgerlich, dass da die Frachtboxen kaputt gegangen sind, ey. So, wir bleiben erstmal ein bisschen oben. Okay, soweit alles grün. Da sind sie. Shit. Ah, fuck, ey. Scheißviecher. Noch ein. Oh shit. Das war mal explosiv. Immerhin ist der Inhalt da geblieben. Sprengladung. Ich mag Sprengladung. Railgun-Munition. Sehr geil. Sprengladung. Neodym-Bahn. Noch ein verbesserter Konstruktor. Leck mich fett. Wie geil ist das denn? Die Tanks werde ich schön fürs Schiff mitnehmen. Ich muss nur an diesen blöden Kern rankommen. Ach ja, der war hier irgendwo unten, ne? Wow. Scheißviecher. Oh, shit. Kompletten Stack-Mumpel verballert. Das ging schnell. Wie wenig ein so ein Stack doch ist. So, noch mehr Tanks. Ach, das ist jetzt die gegenüberliegende Seite. Nee, 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 nee. Feldauswegen ist nicht. Okay, von hier komme ich nicht mehr ran. Über 100 Meter weg. Also zurück. Und gib ihm hart. Ich möchte den Scheiß nach Möglichkeit nicht verlieren. Ein paar coole Sachen haben wir ja schon gefunden. So. Ab weiter in die Höhle des Löwen. Da sind die Penner. Tja, Jungs. Glaubt ihr, ich bin blöd, ne? Du Assi. Penner. Na, dich krieg ich auch noch. So. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Das ist nämlich TOT. Da ist noch ein Geschütz. Und ein Schalter. Habe ich. Was? Von wo? Wo, 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 wo? Oh, da. Okay. Das gönnen wir uns mal eben. Okay. Ich bin ja gierig, ne? Muss ich ja ganz offen zugeben. Ja, komm, das ertragen wir. Das ertragen wir. Ich will so wenig von denen kaputt machen wie möglich. Und so viel weggrinden wie möglich. So, was haben wir hier? Gehärtet Stahlblöcke, nicht schlecht, aber auch nichts übermäßig Geiles. So, da haben wir die epische Truhe. Und noch ein Geschützturm. Mehr Geld, ne? So, ich
Ich möchte mal behaupten, an der komme ich nicht ohne weiteres vorbei. Da ist auch noch ein Käfer. Dann nehmen wir doch mal. Jetzt nutzen wir ihn doch mal. Rappel. Fest! Alter, wie ich die Kollisionsabfrage bzw. die Hitboxen manchmal hasse in diesem Spiel. Oh, fuck. Ach ja, das war's. Nummer 1. Na komm, so viel kannst du auch nicht mehr haben. Geht doch. So. Warten, Scheiße, ey. Nervt das. Also die Hitboxen dürfen ruhig mal erweitert werden, Leute. Ja, dass hier irgendein Entwickler sehen sollte, was ich stark bezweifle. Vergrößert die Hitboxen. So, stirb. Zack. Hier hin. Und ich glaube, ich habe da hinten tatsächlich schon den Kern gesehen. Das ist, ja, schade. T1. T2 natürlich wesentlich cooler gefunden. Aber naja, gut. Aber die Salvation braucht jetzt auch nicht mehr unbedingt Strom. Das ist ja tatsächlich nicht mehr ihr Hauptproblem. Und ein bisschen bessere KI wäre auch nicht verkehrt. Nee, das ist gar nicht der Kern. Das ist nochmal so eine Epic Lootbox. Oh, bitte, ey. Es nervt so unglaublich, dass ich die Dinger nicht so vernünftig treffen kann, ey. Aber gut. Boah, ist das hier? Ja, es ist eine zweite Railgun. Whoop, Pentaxid finde ich auch gut. Ist das eine Laserpistole? Und ein Plasmawerfer, ein epischer. Leck mich fett. Geil. Feuerrate, 120 Rounds per Minute. Explosionsradius, Explosionsschaden, 500. Das ist ungefähr so wie beim Raketenwerfer tatsächlich. Aber wir probieren ihn mal aus, oder? Einfach nur, weil es geil ist. Drei Schuss hat er im Magazin. Da muss er was gehen. Scheiß auf die Käfer. Ah, hier ist nix. Aber hier war ja noch ein Kraftfeld, ne? Ist das der Kämmer hier hinter? Ne, hier kam glaube ich nur. Oder doch? Ja, ich wusste es. Somit kriege ich nicht mal so einen blöden Käfer platt. Kann nicht angehen, ey. Da freut man sich über Epic Loot und dann kriegt man damit nicht mal einen Käfer kaputt. Ah, da ist der Kern. Komm her, du Penner. Rappimmel. Auch eine Form von Munition sparen, ne? So. Zack. Gucken wir hier links und rechts. Setzen hier einfach unseren Kern ein. Und dann kann ich hier schön noch ein paar Sachen mitnehmen. Weil ich das gut finde. Ach Quatsch. Nicht den Bohrer. Wo kommt denn hier bitte das Kraftfeld her?
Das hätte ich doch bitte mal gerne. Da ist es. Syskosium. Boah, das sind echt Gefechtsstahlblöcke. Das ist ja krass. Ziemlich gut. Ist das auch? Nee, das ist Xeno. So, aber wie komme ich jetzt denn aus der Hütte hier wieder raus? Ich würde mal vermuten, das ist hierüber angedacht. Und das Jetpack ist ja so wunderbar präzis. Oh, bitte. Muss das so ein gewundener Pseudopilz sein, ey? Komm schon. Ah. Ist doch scheiße. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Scheißdreck hier. Ja, muss ich mir den Weg rein. Rausfriggeln. Noch mehr Gefechtsstahlblöcke. Finde ich hier. Und tschüss. So. So kommt man hier auch raus. Nice. Also habe ich mein Schiff quasi aus ganz viel Alien-Metall gebaut. So, aber es ist mir jetzt erstmal egal. Ich hole mir jetzt erstmal den ganzen coolen Kram hier. Obwohl, so viel ist es gar nicht. Den habe ich platt gemacht. Dann hier, die Gehwegplatten brauche ich tatsächlich. Die brauche ich noch für die Salvation. Was haben wir denn da? Oh, was ist das denn? Was ist das? Ach, ein Tank. Das kann ich auch gebrauchen. Sauerstofftank tatsächlich. Okay. O2-Tank groß. Finde ich gut. So. Da haben wir doch auch noch was. Zack. Weins. So, was habe ich hier jetzt aufgemacht? Wüsste ich hier schon ganz gern. Also es gab tatsächlich nochmal einen kleinen Energieschub. Oh, ich bin voll. Dann ab in den Ketzer. Mit dem Stuff. Einmal leer gelootet. Den Drecksladen. Und eine Raygun. Für mein Schiff gefunden. Das finde ich gut. Was, warum ist hier? Achso, das ist der Alien-Container. Und da kommt der ganze Stuff rein. Den Raketenwürfel packen wir hier hin, das dahin und dann sieht das doch wieder gut aus. Nehmen wir die noch mit. Zack, zack, zack. Und dann verabschieden wir uns. Und das Ganze demontiere ich irgendwann, wenn ich. Was ist das denn? Ach, die Selbstschussanlage. Was habe ich damit jetzt aufgemacht? Nur über die Nose. Katzen! Kommt mal klar, ey. Seid ihr fertig? Musst du mich gar nicht so blöd angucken. Nur Scheiße im Kopf zurzeit. Meine Güte. Komische Tiere. Wenn man sie nicht mögen würde, ne? Irgendwie, manchmal, ab und zu, gelegentlich, an guten Tagen. Hier sind noch mehr Tanks. Keine Selbstschussanlage, aber die Tanks brauche ich tatsächlich. Da will ich mein Schiff noch so mit zupflastern. So, dann muss ich echt überlegen, ob ich, oder bin ich hier gerade rausgekommen? I don't know anymore. Ja, von hier komme ich gerade. Gut. Zack. Und wie gesagt, die Hütte werde ich irgendwann komplett auseinandernehmen. So, nächster Fahrstuhl bitte. Oh, hier war ich noch nicht. Nee, war ich definitiv noch nicht. Und gibt noch ein bisschen schönen Kram. Oh, moin.
Rat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 . Und erledigt. Ja gut, die Fusionszellen waren schön. Da hätte ich gerne mehr von, also viel mehr. Dies ist auch schön. Bora T2, also das Ding, sobald ich meinen kleinen Süßen wieder eingesammelt habe. Oh, wir haben ein bisschen Hunger. Oh, ein ganz klein bisschen. Gönnen wir uns. Ja, komm, nimm mit. So, wir hatten Hunger. Zack, Deko, Deko, Deko. Ganz viel Deko. Ich mag Deko. Gib mir Deko. Alles meine Deko. Container brauche ich nicht. Das hingegen schon. Und die Teile auch. Da kommt noch ordentlich was ans Schiff von dran. So, dann haben wir oben noch ein bisschen, was wir noch nicht untersucht haben, meine ich. Weil da ja dieses Selbstfeuergeschütz war. Und wo ich den Weg nach unten hier schon kannte. Ach, das sind Gerüstblöcke, die sind mir wurscht. Gut. Hast du schon fast geschafft. War ich hier? Ja. Zack, zack, zack. Was kann ich da sehen? Achso. Oh, mittlerer Schutzanzug. Den nehmen wir doch auch. So. Ab in die Richtung. Ich höre auch keinen Skorpion mehr jammern. Das finde ich auch schon mal gut. Hier einfach. Ah, seht ihr. Hier war ich tatsächlich noch nicht. Also erstmal wieder rüber den ganzen Scheiß. Die ganzen Tanks. Die Tür. Gefechtsstahl. Das. Das kann vernichtet werden. Das ist Blödsinn. Das kann da auch rüber. Und der Rest. Ah, oh, ich bin ein Idiot, ey. Mann. So, da soll's hin. Jetzt bin ich nachher wieder ewig am hin und her frickeln und finde nur die Hälfte. Jedes Mal der gleiche Scheiß. Wieso sind denn das Gehwege und Geländer für kleine Raumschiffe? Totaler Blödsinn. Aber gut. Wir nehmen das einfach mal hin. Ich meine, ich habe die gerade hier abgebaut. Das passt ja hinten und vorne nicht. So. Mir fehlen übrigens ein bisschen Leitern und sowas. Fände ich tatsächlich schön. Wenn es die noch gäbe. Versteckte Fenster. Bin ich erstmal grundsätzlich auch Fan von. Ist hier noch was zu finden? Britzel, Britzel. Was ist das? Hier war ich. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Ist ja auch Lachs. So. Ist nicht Lachs. Ich will alles haben. Alles. Ich bin gierig. Oh ja, Sauerstoff kann es nämlich auch gehen. Ich habe ein großes Schiff, da muss viel Sauerstoff rein. Und Pentaxid nehme ich erst recht. Das werde ich noch ordentlich brauchen. Also was man hier allein draußen schon alles abräumen kann, ne, ist ja schon erstaunlich. Ich meine, drin ist natürlich auch nicht zu verachten. Brauche ich eh nicht. Wegplatten lassen wir mal noch, wenn ich nachher das ganze Ding hier auseinandernehme. Entschuldigung. Also, nicht wirklich. War halt nötig. Boah, geil. Das sind ja richtig viele davon. Das ist meine Fahrstuhlverkleidung. Tatsächlich. Und die nehme ich gerne mit. Ich brauche nämlich immer Silizium. Und ich bin zu faul, Silizium abzubauen, ehrlicherweise. So ein Pimmelstoff.
ich schnorre mir das hier quasi zusammen. Und dann geht das auch. Oh, einmal um die Basis rum. Das ist belohnend. Sehr belohnend. Ja, und ich muss das ganze Ding eh abreißen. Also alles Gefechtsstahl. Mehr geht doch eigentlich nicht. Mehr geht eigentlich nicht. Ja. Und eigentlich genau rechtzeitig ist die Folge zu Ende. Wie gut ist das? Und wir haben die ganze scheiß Drohnenbasis auseinandergekloppt. Also das war doch schon mal bedeutend schneller als beim letzten Mal. Ne? Also allein mit diesem drahtlosen Netzwerkding, das ist natürlich Gold wert, wenn man nicht hier 5-mal rein und raus muss. Das ist schön und schönes Abschlussbild. So, das sieht dann nach was aus. Yeah. Ich meine, landschaftstechnisch ist das Spiel ja immer wieder geil. Ne? Also mit den Bergen, boah, ich find's geil. Ich find's einfach schön. Ne? Und mit diesem wunderschönen Anblick entlasse ich euch einfach aus der Folge jetzt. Ne? Ich danke euch fürs Zugucken. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr einmal abonniert. Wenn ihr öfter reinschaltet. Ich hab voll Bock drauf. Ich spiel's immer noch gerne, das Spiel. Und irgendwann ist die Salvation auch so weit, dass wir mit der abheben können. Und dann wird's richtig gut. Ne? Bis dann. Viel Spaß heute noch. Gönnt euch hart, euer Ragnar Bertholdsson.